Moin aus Hamburg. Montag, 23. März 2020. Was macht Deutschland aus in diesen Tagen? Wir haben Corona-Krise und alles diskutiert über einen Lockdown, über Ausgangssperren. Und wir alle überlegen natürlich, was bedeutet das. Was wir aber auch sehen, ist, das ist das Faszinierende, dass berichten viele, viele Leute, dass der Zusammenhalt der Menschen untereinander deutlich wird. Dass plötzlich Sachen passieren wie Balkonkonzerte oder dergleichen, unheimlicher Support für die Pflegekräfte, für die Leute, die draußen sind, die sich um den Schutz der Straßen kümmern, um den Straßenverkehr oder. Plötzlich erkennt man, dass all diese Berufe, die teilweise auch unterbezahlt waren, dass die wirklich einen starken Wert haben. Und was ich sehr spannend finde, ist, es entsteht eine massive Gemeinschaft bei den Leuten, ein Gefühl der Gemeinschaft bei den Leuten, dass ich glaube, bei vielen Leuten das Bewusstsein dafür ist ein bisschen untergegangen. Wir haben so wahnsinnig viel Informationen, News, Overload bekommen und Action hier und da. Und jetzt kommt sozusagen der globale Reset. Alle müssen zu Hause bleiben. Das ist fast wie so eine Art Meditationsretreat, wo man auch sagt, okay, ich klinke mich jetzt mal für einen Moment aus. Plötzlich müssen alle zu Hause bleiben oder plötzlich müssen alle sich einschränken und es gibt eine Methodik in der Meditation, die sich genau damit befasst, dass man sagt, okay, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du erstmal dich einschränken. Das ist natürlich eine Sache, die ist in diesem Fall nicht nur so eine hübsche Meditationsgeschichte, sondern wir wissen alle, es gibt Leute, die haben Angst, ihren Job zu verlieren. Es gibt Leute, die haben Angst, dass sie ihre Firma nicht mehr halten können. Es gibt viele, viele Ängste und Befürchtungen. Was es aber auch gibt, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ist das Bewusstsein, dass wir alle eins sind, dass wir miteinander gemeinsam die Zukunft starten können oder gestalten können, dass wir einander helfen können. Das habe ich jetzt gerade dieses Wochenende gesehen. Von Freitag bis Sonntag war, ich glaube, weltweit der größte Hackathon. Es haben sich 40 Leute, 40.000 Menschen angemeldet zu einem Hackathon, also praktisch eine online-basierte eine Konferenz. Viele, viele, viele Workshops von Leuten aus Deutschland und aus dem Ausland, die der Aufruf kam von der Bundesregierung. Es ging um das Thema Wir versus Virus und es ging dann einfach darum zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es, welche neuen Wege können wir entwickeln, welche Geschäftsmodelle, wie können wir Leuten helfen, die in der Krise sind, wie können wir kurzfristige Lösungen schaffen, wie können wir auch langfristig neue Wirtschaftsmodelle entwickeln zum Beispiel. Und. Ich fand das wahnsinnig faszinierend, was da an Energie sichtbar wurde, dass man gesehen hat, okay, Moment, die Leute gucken einfach nicht mehr darum, okay, geht es um irgendwelches Posertum, sondern die wollen einfach helfen. Sie wollen was tun. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich daraus gelernt habe, ist, dass wir in Deutschland eine massive Zukunftsfähigkeit haben. Es ist in den letzten Wochen und Monaten so viel diskutiert worden über, ist Digitalisierung sinnvoll, brauchen wir das, sind wir zukunftsfähig? Und es wurde einfach auch ein bisschen sehr, sehr stark kritisiert über die Old Economy, über die Firmen, die Leute, die mit der Digitalisierung nicht Schritt halten konnten, auch nicht Schritt halten wollten und wollen. Und jetzt sehen wir, dass gerade die Digitalisierung, die digitalen Medien der Weg sind, dass wir miteinander uns verbinden, dass wir miteinander Projekte starten können. Wir sehen, dass durch diesen globalen Reset sozusagen plötzlich neue Möglichkeiten deutlich werden, die weit über die Technologie Themen Digitalisierung gleich Technologie hinausgehen. Leute, die auf dem Balkon Konzerte geben, Leute, die sich einfach online unterstützen und so weiter. Oder eben zum Beispiel dieser Global Hackathon. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf die weitere Zukunft. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ich glaube auch, und ich denke, das wird auch von einigen Wissenschaftlern, von mehreren, vielen, vielen Wissenschaftlern aus dem Bereich Verhaltensökonomie, aus dem Bereich Psychologie, Soziologie bestätigt, dass Menschen in der Krise eben einander nicht einen gegenseitigen Kopf einhauen. Es gibt ja diese tollen Kinofilme, die das alles promoten, wo alle sagen, ey, geiler Actionfilm, The Purge, now, jetzt ist alles erlaubt. Bullshit.
Das ist schöne Panikmache, das sind schöne Actionfilme, die kann man sich reinziehen, wenn man auf sowas steht, und das ist irgendwie sicherlich auch ganz spannend. Aber in der Realität wird es eher so sein, dass wenn irgendjemand in Not ist, dass die Leute einander helfen. Das sehen wir immer, immer wieder. Ob nun jemand nochmal schnell in ein Haus rennt, das irgendwie am Brennen ist, oder jemandem hilft, der auf der Straße umkippt. Oder. Schauen wir, was diese Zeit bringt. Schauen wir, was die neuen Zeiten bringen, was auch in der Zeit nach Corona passiert. Ich freue mich auch auf die Ergebnisse dieses Hackathons, denn das geht jetzt die nächsten Tage weiter. Da wird es ausgewertet. Ich bin dort als Mentor mit dabei gewesen, und diese annähernd über 3000 Mentoren werden sich jetzt da mit der Juryfrage befassen. Und was außerdem wichtig ist, ist, wir sehen einfach, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf, und ich freue mich auch auf euer Feedback, eure Gedanken dazu, was ihr dazu sagt. Ich mache mich jetzt erstmal an den Rechner, trinke noch einen Schluck Kaffee, und frisch von Herr Max hier aus der Schanze. Irgendwie ist auch natürlich cool. Und Return, Reuse, Recycle, das ist ein Recap, kann ich nur empfehlen. In diesem Sinne, Prost Kaffee. Und lasst uns die Zukunft gemeinsam gestalten. Ob für eure Unternehmen, für eure Teams, für uns als Mitmenschen, ob einen engeren Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Familienkreis oder weltweit oder national, regional. Zukunft fängt immer heute an, und ich denke, wir sollten diesen Reset wirklich nutzen, aktiv nutzen, um Dinge zu gestalten. Also, los geht's.